Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator. Immer noch schön im Kindergarten und jetzt werden wir uns mal hier an das eine Büro machen. Gegenstände entfernt, also entfernen und ein bisschen aufräumen. Ich weiß, das Aufräumen hätte man schon erledigen können. Aber ich denke mir immer, das passt immer ganz gut, wenn wir das quasi so ein bisschen zusammen machen. So, Moment, nehmen wir mal gucken. Das verkaufen. Das hier soll alles verkauft werden. Das muss weg. Oh, ich möchte kein Geld auf diese Art und Weise verdienen. Okay, das soll also behalten werden. Ach, das auch. Okay. Müssen wir gucken, dass wir die Schreibtischeinrichtung gleich irgendwo hinstellen. Wo das Ganze uns nicht im Weg steht. Das Kissen auch? Wollen wir auch nicht verkaufen? Nö, gut. Dann hier noch ein bisschen den... Achso, hier haben wir noch Kaffeetassen. Können wir die verkaufen? Okay. Ja, Moment, da müssen wir mal ganz kurz hier... falscher Raum. Das müssen wir auch noch rein in den kleinen. Eigentlich müsste da noch ein Regal rein. Also irgendwie... So, Gegenstände anbringen. Okay. Also hier sollen auf jeden Fall auch wieder Schreibtafeln rein. Also müssen wir die Kaffeetassen da mal rausnehmen. So, erstmal wieder sauber machen. Und das stellen wir mal ganz kurz in den Flur zwischen. Bevor ich nämlich gleich hier irgendwas platzieren muss und dann immer das Problem habe, dass ich da rumräumen muss wegen diesen ganzen Objekten, die wir leider nicht verkaufen können. Das sollten wir nochmal reinigen, bevor wir es rausbringen. So. Zack. Ah, da ist noch ein bisschen. Und da. Fenster müssen wir auch wieder putzen, ne? Es wird doch gerade dunkel. Ach, hier geht's raus in den Spielgarten, siehst du? Und aus dem Zimmer auch. Also wer sich den Kindergarten ausgedacht hat, der hat das echt cool gemacht. Finde ich. Ich finde das richtig gut. So, diesen Sack hier nehmen wir auch mal kurz raus. Den packen wir mal kurz im Flur. Und diese Box hier auch. Ganz kurz hier ein bisschen aufräumen. So. Wir können das sogar auf die Fensterbank. Das ist ja cool. Ja, dann stellen wir das mal auf die Fensterbank, ne? Genauso wie hier die Stifte. Damit lässt sich bestimmt später noch was machen. Da können wir bestimmt noch. So. Perfekt. Jetzt putzen wir noch mal kurz die Fenster. So. Soll hier neuer Boden rein? Montiere die Geräte. Nein, kein Boden. Die Steckdose müssen wir reparieren. Frühlingsgras und lachende Erdbeere und künstliches Blau. Okay. Frühlingsgras. Lachende Erdbeere, die würde ich mir nicht an der Wand hängen. Bin ich so der Erdbeer-Fan? Und königliches... Was? Nein, abbrechen. Siehst du, die Erdbeeren bringen mich schon völlig durcheinander, du. So weit ist er schon gekommen hier. So, ich würde die große Wand... Ja, das hier machen wir Frühlings... Was war das jetzt? Frühlingsgras, genau. So. Zack. Zack. Steckdose montieren wir natürlich hinterher. Es macht ja keinen Sinn, eine neue Steckdose dahin zu packen.
Und dann streichen wir die Wand. Das ist taktisch nicht so klug. Oh, hier ist sogar eine Klimaanlage drin. Fällt mir gerade auch cool. So, das blöde Erdbeer machen wir mal hier in der Ecke. Ja, über Eck ist richtig. So. Müssen wir hier noch irgendwie? Nö. Nö. Oder machen wir die ganze Wand? Ach komm, wir machen die ganze Wand Erdbeere. Ja, die ganze Wand, komm, dann ist das Thema Erdbeere durch. Mehr Erdbeere gibt es dann auch nicht. Das ist dann schon alles an Erdbeere. So. Hier müssen wir doch auch bestimmt wieder im Fenster streichen, ne? Ja. Sehe ich doch so schon. Ich hätte das im Fenster immer weiß gestrichen. Also das Fenster wirkt dadurch viel schöner. So wirkt das irgendwie so ein bisschen, weiß nicht. Ich würde das immer weiß streichen. Ich habe es bei mir auch weiß gestrichen. Ich habe das auch nicht in Wandfarbe. Aber gut. Das ist ja... Scheiden sich ja die Geister drüber. Das ist wie wenn man oben hier unter der Decke hier oben so einen kleinen Absatz lässt, dass der Raum höher wirkt. Ne? Ich habe das bei mir auch. Meine Räume sind allgemein schon ein bisschen höher, da das Haus ein bisschen älter ist. Und dementsprechend, ich habe 2,5 Meter hohe Wände. Also die Räume sind 2,5 Meter hoch. Und dann natürlich oben noch diese Bordüre dran. Das bringt schon was. Also man merkt da schon einen räumlichen Unterschied, ne, dazu. Also wenn man jetzt wirklich Kante auf Kante, so wie jetzt hier die Farbe ist. Ne, hier ist die Farbe ja auch Kante auf Kante. Das ist dann, ist so, ne, aber wie gesagt, das ist dann... Für mich wirkt das dann immer so ein bisschen drückend. Ne, der Raum wirkt höher, wenn ihr oben so eine Kante lässt. Was ich auch in dem Spiel schade finde, wobei kann auch sein, dass ich das vielleicht noch nicht gesehen habe, so eine Bordüre, so einen Streifen mal zu machen. Also was ganz Flippiges. Habe ich auch bei mir. Aber das würde mir noch so ein bisschen fehlen hier. Oder das fehlt mir noch so ein bisschen. Gut, ganz ehrlich, wir wissen nicht, was noch kommt in dem Spiel, ne? Das Spiel ist zwar raus, aber wenn das so weitergeht mit Updates und sowas, wer weiß, was noch kommt. So, das hätten wir. Guck mal, jetzt haben wir schon mal gestrichen. Sehr schön. Jetzt machen wir nochmal schnell hier die Steckdose. Nicht, dass die Kinder hier noch einen Schlag kriegen. Diese typischen amerikanischen Steckdosen, ne? Mit diesen zwei Stiften quasi, die reingehen. Wir haben ja die runden Stecker und die haben ja diese Stifte. So, ganz kurz hier. Klick, so, zack. Oh. Licht ist aber ein bisschen arg wenig, ne? Ganz ehrlich. Ich meine, schön ausgeleuchtet. Ich habe auch so einen, ne, aber... Schreibtafel. Okay, jetzt geht's wieder los. Alle Schreibtafel. Zack, wo hängen wir die hin? Die hängen wir hier hin. Wieder auf Kinderhöhe natürlich. Oder hängen wir die? Wir hängen die mal hier rüber. Zweimal Kindertisch. Kindertisch. Mam. Zweimal. Die nehmen wir in Rosen. Einmal in Limone. Packen wir hier hin. Ja. Oder? Nee, hier so. Ja, hier so. Und einmal nehmen wir den in Rosenblüte. Perfekt. 8-mal Kinderstuhl. Kinderstuhl. Und zwar kommen da einmal Himmelblaue drum. 1. Ups, falsche Taste. Okay.
So, und hier hinten noch einer. Und dann kommen vier Stück noch in Grün dazu, genau. Muss ja alles, ne? Die haben ja gesagt, ich kann mich da nur noch mal wiederholen, ist jetzt ja nun mal ein bisschen schon her, dass wir die E-Mail bekommen haben von der netten Dame, die den Kindergarten gerne eingerichtet haben möchte. Die Kinder mögen es bunt. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch stuhltechnisch und aufstattungstechnisch auch ein bisschen auf die Farben eingehen. So, zweimal schmaler Vorhang zum Einbauen. Zweimal. Dann nehmen wir nämlich. Das kommt an die Wand. Nehmen wir feine Blüten einmal. Ja. An die, genau. So. Oh, was ist denn hier los? Was ist das? Geht nicht. Warum geht das nicht? Hä? Ich kann den Vorhang nicht montieren. Oh nein, er lässt mich nicht. Hilfe. Muss ich mal verkaufen nochmal. Da ist was falsch gelaufen. Nochmal. Das geht durch die Wand durch. Habt ihr das gerade gesehen? Ich kann den Vorhang nicht montieren. Das ist jetzt blöd. Guck mal, ob das an der Wand geht. Nehmen wir mal Magenta. Ja. Ja, hier geht's. Moment. Probieren wir mal. Ja, die Gardinenstange geht in die Wand. Gucken wir mal sicherheitshalber, ob das. Vielleicht. Nee, geht immer noch rein. Kommen wir auch nicht ran, ne? Nee, können wir nicht tricksen. Schade. Müssen wir so lassen. Ah, das zählt schon als Montier. Okay. Das lassen wir so. Das ist leider ein kleiner Bug. Können wir nun mal nicht ändern. So, viermal grüner Teppich. Nee, viermal Teppich, grüne Blumen. Teppich, grüne Blumen. Vielleicht gebe ich das einfach mal ein. Viermal. Das heißt eins. Den machen wir. Kann ich den nicht drehen? Ich halte auch die Shift. Wieso dreht er das denn jetzt nicht? So dreh. Ach, jetzt. Ne, jetzt wieder nicht. Dreh ich den manuell. So. Zwei. Es sollen ja vier Stück hier rein. Also lege ich die jetzt mal so ein bisschen. Zack. Doppelte Kommode. Okay. Buche. Kirsche. Kirsche passt gut. Wie viel sollen wir davon? Eine. Machen wir hier hin. Ganz an die Wand. Bücherregal. Also ihr seht, hier muss auf jeden Fall richtig was rein. So. Weil dann können wir doch auch bestimmt. Schmeißen wir die da nämlich schon mal drin. Wenn ich jetzt achtmal Sitzkissen montieren muss, bringt das hier schon als. Zählt das schon als eins? Ja. Achso, war nur einer. Ah, okay. Hier. So. Das könnte. Ich lasse das mal als Abfalleimer durchgehen. Das ist ein Abfalleimer.
So, liebe Lüt, ich würde aber sagen, ich mache das Ganze hier mal ein bisschen noch fertig, den Raum. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, und sag bis zum nächsten Mal.